Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Auseinandersetzung zwischen der Sowjetunion und den USA über den Luftzwischenfall vor Sachalin wird im Ton immer schärfer. Präsident Reagan nannte am Abend den Abschuss der südkoreanischen Verkehrsmaschine einen Mord an unschuldigen Zivilisten. Reagan verlangte abermals von Moskau volle Aufklärung der Vorgänge und eine Entschuldigung. Aus Moskau wurde den USA daraufhin ein Verleumdungsfeldzug vorgeworfen. Die Nachrichtenagentur TASS beschuldigte Reagan, den Luftzwischenfall als Vorwand für eine antisowjetische Kampagne zu benutzen. Mit ähnlich harten Worten beschuldigten sich die USA und die Sowjetunion auch im Weltsicherheitsrat, der sich mit dem Flugzeugabschuss befasste. Das Forum wurde zum Tribunal gegen Moskau, dessen Delegierter den Verdacht äußerte, dass die südkoreanische Maschine Spionagezwecken gedient habe. Im Weltsicherheitsrat hatte als erster der südkoreanische Vertreter die Sowjetunion scharf angegriffen. Er nannte die Aktion eine verbrecherische Verletzung aller Regeln der Zivilluftfahrt. Außerdem verlangte er von den Sowjets eine formelle Entschuldigung, die Bestrafung der Verantwortlichen und volle Entschädigung der Hinterbliebenen. In seiner Erwiderung bestritt der sowjetische UN-Botschafter, dass sein Land etwas mit dem Absturz des Jumbojets zu tun habe. Die Maschine hätte den Auftrag gehabt, über sowjetischem Gebiet zu spionieren. Jetzt nutzen die USA den Vorfall, um von den eigenen Kriegsvorbereitungen abzulenken. Den Vorwurf der Spionage wies der US-Vertreter als völlig absurd zurück. 269 Reisende verschiedenster Nationalitäten, darunter auch Kleinkinder, könne man nicht im Ernst als Agenten bezeichnen. Was die Sowjetunion jetzt zu vertuschen versuche, sei nichts als vorsätzlicher und kalkulierter Mord. Die amerikanische Regierung berät an diesem Wochenende über mögliche Maßnahmen gegen die Sowjetunion als Antwort auf den Flugzeugabschuss. Der Sprecher von Präsident Reagan, Speaks, sagte dazu, solche Maßnahmen würden in Absprache mit anderen Regierungen geplant. Reagans Hauptanliegen sei es, die Sicherheit des internationalen Luftverkehrs zu gewährleisten. Gestern Abend kehrte Präsident Reagan vorzeitig aus seinem Urlaub nach Washington zurück, um sich unmittelbar anschließend mit seinen engsten Beratern zu einer zweistündigen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates zurückzuziehen. Wichtigstes Thema, wie kann angemessen auf den Abschuss der koreanischen Zivilmaschine reagiert werden? Aus der Tatsache, dass auch Vertreter der Luftfahrtbehörden an der Sitzung teilnahmen, ist zu schließen, dass vor allem an eine Einschränkung sowjetischer Landerechte im Westen gedacht wird. Nach der Sitzung bekannt gewordene Informationen besagen, dass eine Kündigung des Getreideabkommens oder ein Wirtschaftsembargo als untaugliche Mittel angesehen werden, weil sie den gewünschten Erfolg nicht bringen würden. Auch eine Verhärtung bei den Abrüstungsverhandlungen wird abgelehnt, weil zu viel auf dem Spiel steht. Außenminister Schulz forderte noch einmal eine vollständige Aufklärung des Vorfalls durch die Sowjets. Keine Ausflüchte, gleichgültig wie ausführlich, können das Geschehene ändern oder die Sowjetunion aus ihrer Verantwortung entlassen, den Vorfall zu erklären. Die Welt wartet darauf, dass die Sowjetunion die Wahrheit sagt. In seiner regelmäßigen Radioansprache an jedem Sonnabend warf Präsident Reagan vor 2 Stunden der Sowjetunion noch einmal vor, dass auch sowjetische und kubanische Flugzeuge wiederholt unerlaubt amerikanisches Gebiet überflogen hätten. Während die Sowjetunion, sagte der Präsident in seiner Ansprache, anderen vorwirft, zum Kalten Krieg zurückzukehren, ist tatsächlich sie es, die ihn nie beendet hat. Sowjetische Suchschiffe haben inzwischen vor Sachalin Wrackteile eines Flugzeuges gefunden. Dies bestätigte der Botschafter der Sowjetunion in Tokio, der japanischen Regierung. Einzelheiten wurden bisher aber nicht bekannt. Der Diplomat war wegen des Luftzwischenfalles abermals ins Außenministerium zitiert worden. Nicht bestätigt wurden von ihm Berichte, nach denen auch Tote geborgen worden sind. Auf die wiederholte Forderung, auch japanischen Suchschiffen den Zugang zu sowjetischen Gewässern nahe der Insel Moneron zu erlauben, ist Moskau bisher nicht eingegangen. Der sowjetische Botschafter erklärte, noch liege dazu keine Antwort seiner Regierung vor. Der japanische Rundfunk und Zeitungen berichten, die von den japanischen Streitkräften abgehörten Funksprüche seien von entscheidender Bedeutung bei der Aufklärung des Zwischenfalles. Tokio habe die Informationen über den Abschuss 10 Stunden lang zurückgehalten und es dann wegen der Bedeutung des Falles den USA überlassen, die Weltöffentlichkeit zu informieren.
Die Sowjetunion gab am Abend zu erkennen, dass sie vorerst keine weiteren Einzelheiten über den Luftzwischenfall bekannt geben will. TASS stellte in einer neuen Erklärung nur die Frage, was die südkoreanische Maschine im sowjetischen Luftraum gewollt habe. Von einem Abschuss ist auch in dieser, wie in der vorangegangenen TASS-Erklärung, nicht die Rede. Die amtliche TASS-Erklärung, mit der die Lenker des Propagandaapparats der Sowjetunion von sachlicher Aufklärung in der Flugzeugaffäre auf maßlose Polemik umgeschaltet haben, ist heute von allen Zeitungen des Landes gedruckt worden. Doch auch den Sowjetmenschen, die den TASS-Text aufmerksam gelesen haben, fehlt noch immer jeder Tatsachenbezug. Zwar wissen sie nun, dass es Aufregung geben muss in der Welt. TASS nennt das einen inszenierten Rummel. Und auf einer Karte zeigt man ihnen auch, welchen Kurs die Maschine genommen hatte. Doch die in der Nachrichtensendung Vremya gestern Abend zum ersten Mal verlesene amtliche Erklärung hat den Sowjetbürgern nur wiederum vermittelt, dass ein unidentifiziertes Flugzeug in den sowjetischen Luftraum eingedrungen sei und schließlich nach Warnschüssen abgedreht habe. Was die Sowjetbürger, denen im Fernsehen die Flugroute der Maschine und ihr Verhalten ausführlich beschrieben wurde, aber bis zur Stunde nicht erfahren haben, ist die Tatsache, dass der auf Unglückskurs geratene südkoreanische Jumbojet mit 269 Menschen an Bord ins Meer gestürzt ist. Ein TASS-Bericht aus Tokio von vorgestern früh, der das spurlose Verschwinden des Verkehrsflugzeuges gemeldet hatte, ist von den sowjetischen Medien nie veröffentlicht worden. Sachkennern, auch sowjetischen, wird klar: Wenn denn das Verhalten der sowjetischen Abfangjäger, wie TASS amtlich sagt, völlig korrekt war, dann hat jedenfalls die Desinformationspolitik des sowjetischen Propagandaapparats wesentlich dazu beigetragen, jedem Verdacht die Tür zu öffnen. Die sowjetische Darstellung des Luftzwischenfalles ist auch von den anderen Ostblockländern übernommen worden. Die Zeitungen brachten im Wesentlichen die TASS-Erklärung, in der nur die Rede von einem unbekannten Flugzeug ist, das nach mehreren Warnschüssen den sowjetischen Luftraum verlassen habe. In einigen Blättern wird auch von westlicher Hysterie gesprochen. Anders die jugoslawische Zeitung Politika. Das Blatt verurteilt den Vorfall und spricht von dem schwersten Zwischenfall zwischen Ost und West seit der Kuba-Krise vor 20 Jahren. Der sowjetische Chefdelegierte bei den Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen Kwisinski rechnet nicht damit, dass sich der Luftzwischenfall auf die nächste Gesprächsrunde auswirkt. Bei der Ankunft in Genf sagte Kwisinski heute, zwischen beidem bestehe kein Zusammenhang. Auch die USA und ihre NATO-Partner sind sich darin einig, dass die Genfer Verhandlungen fortgesetzt werden sollten. Wie heute in Brüssel bekannt gegeben wurde, dienten die Gespräche über eine Begrenzung der Mittelstreckenwaffen in Europa den westlichen Interessen. Der Absturz von Sachalin wird den Wiederzusammentritt der Genfer Raketenverhandlungen am 6. September nicht berühren. Dies erwartet die NATO-Sonderberatergruppe, die wegen des Zwischenfalls einen Tag später heute in Brüssel zusammenkam. Neue amerikanische Vorschläge für eine Zwischenlösung in Genf scheint es demnach nicht zu geben. Die NATO erwartet, dass die Sowjets den Andropow-Vorschlag vom 26. August nunmehr in Genf präzisiert. Der Andropow-Vorschlag, so erklärte die NATO-Gruppe durch ihren Sprecher James Dobbins wörtlich, könne ein positives Zeichen sein, wenn er in Genf bestätigt wird und wenn er eine sowjetische Anerkennung enthält, dass ihre Mittelstreckenpotenziale verringert werden müssen und die Anerkennung, dass Verringerung nicht nur aus Verlagerung von Europa nach Asien bestehen kann. Alle NATO-Mitglieder bestätigten den Amerikanern erneut den guten Willen, zu einer Vereinbarung über Begrenzungen zu kommen. Genf in den nächsten Wochen biete dazu Gelegenheit. Der frühere Bundeskanzler Schmidt ist heute zu einem dreitägigen DDR-Besuch in Ost-Berlin eingetroffen. Schmidt war zu der Reise, die als privat bezeichnet wird, vom Altbischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schönherr eingeladen worden. Für Montag ist ein Gespräch des SPD-Politikers mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Honecker vorgesehen. Aktionen der Friedensbewegung an diesem Wochenende. In Bitburg und Muttlangen gingen heute Blockaden von US-Stützpunkten zu Ende. In Hamburg begann ein Künstlerfest für den Frieden. Unter der Friedenspyramide der dritte und letzte Tag der Muttlanger Raketenblockade. Über 5000 Teilnehmer sind gekommen, um sich am sogenannten Volkssitzen zu beteiligen. Die Prominenten sind kaum mehr auszumachen. Auch dabei über 1000 Mütter mit ihren Kindern. Polizei und Blockierer werten den Verlauf der Protestaktion übereinstimmend als Erfolg. Gruppen von Ärzten, Richtern, Staatsanwälten und Pfarrern beteiligen sich an der Demonstration gegen die Stationierung der Pershing 2 hier am Fuße der Schwäbischen Alb.
Auf Seiten der Blockierer spricht man von einem Modell für ein neues und anderes Verhältnis zwischen Bürgern und Staat. Die Amerikaner stellten kein Räumungsersuchen und machten so den friedlichen Ablauf möglich. Am Nachmittag bilden die Demonstranten dann eine 5 Kilometer lange Menschenkette bis hinein nach Schwäbisch Gmünd. Dort auf dem Marktplatz findet anschließend die große Abschlusskundgebung statt. 3 Tage Raketenblockade gehen zu Ende, ohne den geringsten Zwischenfall. Nicht so friedlich verlief die Blockade des US-Luftwaffenstützpunktes Bitburg. Den Versuch, eine Straße zwischen der US-Basis und einer Wohnsiedlung der Amerikaner abzuriegeln, vereitelte die Polizei. Sie trug die Demonstranten immer wieder weg. 155 Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Als gestern am späten Abend die ersten Meldungen von den Zusammenstößen in Bitburg, Mutlangen erreichten, fuhren einige der Prominenten noch in der Nacht in die Eifel. Auch Bundestagsabgeordnete der Grünen gehörten heute so zu den Festgenommenen. Gegen die Demonstranten wird jetzt wegen Nötigung ermittelt. Die Grünen halten den Einsatz der Polizei für unangemessen. Da die Beamten Hunde ohne Maulkorb einsetzen, wurden mehrere Demonstranten durch Bisse verletzt. Im Hamburger St. Pauli-Stadion versammelten sich heute zwischen 15.000 und 20.000 Menschen. An der 2-tägigen Veranstaltung dieses internationalen Friedensfestes beteiligten sich mehr als 70 Künstler aus Ost und West. Alle treten ohne Gage auf. Der amerikanische Sänger Harry Belafonte unterstrich noch einmal die wichtige Funktion von Künstlern in der Friedensbewegung. Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung hat die Hamburger Kultursenatorin Schuchert übernommen. Wir meinen noch immer, Hand geht in Hand für Frieden. Ein sogenannter V-Mann des Berliner Verfassungsschutzes soll einer der größten Randalierer bei den Krefelder Krawallen gewesen sein. Der Mann war nach den schweren Ausschreitungen beim Besuch des amerikanischen Vizepräsidenten Bush durch Haftbefehl gesucht worden und wurde gestern am deutsch-niederländischen Grenzübergang bei Aachen festgenommen. Der Verhaftete hat bei seiner Vernehmung bestätigt, dass er mit dem Verfassungsschutz in Berlin zusammengearbeitet hat. Dazu die Innenminister von Berlin und Nordrhein-Westfalen Lummer und Schnurr. Es ist ein unverzichtbarer Auftrag für den Verfassungsschutz, die militante Szene zu beobachten. Und im Rahmen dieser Beobachtung war jemand in Krefeld, um zu sehen, was dort passiert. Er hatte einen offiziellen Auftrag, dorthin zu gehen? Ja. Was war sein Auftrag? Zu beobachten, wie sich die Szene verhält. Denn wir hatten ja hinreichende Informationen darüber, dass sich ein Teil der militanten Szene Berlins dort beteiligen wollte. Nun sagt der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, dass gerade dieser Mann einer der aktivsten Gewalttäter gewesen ist. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Allenfalls könnte er sagen, dass dies nicht ausgeschlossen werden kann. Unsere Informationen gehen dahin, dass der Sachverhalt strittig ist. Und das sage ich auch in Offenheit. Natürlich hat ein Mitarbeiter unseres Verfassungsschutzes keinen Auftrag, Gesetze zu verletzen, sondern ganz im Gegenteil. Er soll nur beobachten. Und deshalb sind wir natürlich, genau wie jeder andere, sehr daran interessiert, dass der Sachverhalt exakt aufgeklärt wird, denn wir haben hier nichts zu verdecken und nichts zu vertuschen. Es ist ganz selbstverständlich und überhaupt nicht zu beanstanden, dass die Verfassungsschutzbehörden versuchen, Informationen aus dem Bereich der Gewalttäter zu bekommen und dass auch deshalb ein V-Mann in Krefeld anwesend war. Aber es ist ganz unmöglich und es macht mich tief betroffen, dass einem V-Mann vorgeworfen wird, Widerstand und schwerer Landfriedensbruch. Das ist für mich also eine Ungeheuerlichkeit. Glauben Sie, dass es sich dabei um einen Agent Provocateur handelt? Ich möchte mich hier ganz zurückhalten. Ich will auch dem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren nicht vorgreifen. Wissen Sie, wenn irgendwelche Vermutungen angestellt werden, das möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen, wir leben in der Bundesrepublik, nicht in einer Bananenrepublik. Und deswegen scheinen mir Hinweise so auf einen Agent Provocateur doch verfehlt zu sein. Die israelischen Besatzungstruppen in Libanon haben nach Berichten aus Beirut heute mit dem seit langem geplanten Rückzug aus den Schufbergen begonnen. Die Israelis wollten das nicht bestätigen und sprachen von üblichen Truppenbewegungen. Die Räumung der Gebirgsregion ist für die libanesische Regierung besonders problematisch. In diesem Gebiet bekämpfen sich seit Jahren rivalisierende Drusen und Christenmilizen. An der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga ist Aufsteiger Bayer Uerdingen heute vom VfB Stuttgart abgelöst worden. Die bisher vorliegenden Ergebnisse.
Hamburg-Bielefeld 2:0, Frankfurt-Düsseldorf 3:0, Nürnberg-Offenbach 4:0, München-Bremen 0:0, Köln-Braunschweig 2:1, Dortmund-Uerdingen 2:1, Stuttgart-Bochum 4:2, Kaiserslautern-Leverkusen 3:0. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 4. September. Im Bereich eines Sturmtiefs ist es über der Nordsee stark bewölkt, während man über Deutschland verbreitet Quellbewölkung erkennt. Nach Südwesteuropa hin lockert die Bewölkung zunehmend auf. Der dort liegende Hochkeil weitet seinen Einfluss morgen kurzzeitig bis in unser Gebiet aus, bevor gegen Abend erneut ein Störungsausläufer von Westen her auf Deutschland übergreift. Die Vorhersage für morgen. Wechselnd wolkig. Im Osten zunächst noch örtlich Schauer. Gegen Abend von Westen her Bewölkungsverdichtung und nachfolgend strichweise Regen. Tiefstwerte nachts 10 bis 15, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 21 Grad. Frischer, besonders im Norden stürmisch auffrischender Wind aus Südwest bis West. Wir melden uns wieder gegen 21.55 Uhr. Den Wochenspiegel sehen Sie morgen zur gewohnten Zeit um 12.45 Uhr.